Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Yeeha! So, in der letzten Folge haben wir den Boss gesehen von dem neuen Gebiet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht drauf geschaut, wie der heißt. Und ich habe ja gesagt, wir wollen uns eigentlich das vorherige Gebiet nochmal anschauen, weil ich da, glaube ich, ein bisschen was übersehen habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mitkommt, wenn ihr euch das ein bisschen anschaut. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal zu dem anderen Gebiet nochmal hin. Das müsste bei den Sümpfen da gewesen sein. Schauen wir mal. Kapelle. Nee. Ich glaube hier, genau. Kristallweiser war der Boss in dem Gebiet. Genau, wir gehen jetzt aber zum Wald der Kreuzigung. Wer, wo ich da hinten gesehen habe, ich glaube, dass da hinten weitergeht. Ich habe da auch schon mal zwei, drei Dinger eingesammelt. Da waren auch zwei, drei Ritter gestanden. Die habe ich jetzt aber nicht gelegt. Und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Genau. Hier war das, hier ist die große Krabbe. Und da hinten. Aber ich will jetzt erstmal hier hinten. Warte mal, ich probiere mal was bei der Krabbe. Ach, 10 bloß. Brandbombe. Ja, auch nicht viel. Okay, lassen wir das mal. Ich will jetzt aber hier hinten rechts erstmal lang gehen. Aber ich glaube, wir schauen hier, weil hier nämlich einen Haufen so Spasten rumrennen. Dass ich hier nicht sterben tue. Gehen wir immer mal hier hoch. Gehen wir mal da lang. Ja, ist sehr gut. Alles klar. Genau, dann geht's hier hoch. Ja, also gut, komm. So, dann gehen wir hier weiter. Hier runter. Da hinten war nämlich ein Ritter und den habe ich damals noch nicht geschafft. Der war einfach zu stark. Aber jetzt habe ich schon wieder ein paar Level gemacht. Und ich glaube, den probieren wir jetzt einfach mal. Vielleicht kriegen wir den jetzt hin. So, ich bin Pilze da weggemacht. Her. Okay, er ist schon mal down, der ging gut. So, da ist noch einer, dahinter ist nämlich wieder so ein Kreuztyp. Okay. Oh, komm her. Ach. Der hat aber auch eine Range. Mei, was ist denn hier? Der ist echt aggro. Oh. Wurmpuff. So, und hier drinnen ist nämlich der Ritter. Den hatte ich damals noch nicht geschafft. Jetzt schauen wir mal, wie schaffe ich ihn jetzt? Das ist auf jeden Fall, ihr seht eh dahinter alles voll Loot. Ist hier hinten noch was? So, ich schau mal, vielleicht kann ich mich irgendwie ein bisschen anschleichen. Ich hatte letztes Mal gesehen, dass hier so eine Treppe noch hochgeht. So, hier ist auf jeden Fall Loot. Den habe ich noch nicht geholt gehabt. Söldnerrüstung. Alles klar.
Noch irgendwo ein Gegner. Ich will den probieren, dass ich den mit dem Backstep anfange. Okay. Alter, der Ritter hat es wirklich in sich. Er ist wirklich hart. Halb Leben weggezogen mit einem Schlag fast. Mein Gott. Nein. Und tot. Oh, ja. So, ich glaube, das probieren wir jetzt ja nochmal, weil der geht mir richtig auf den Sack und ich will ihn unbedingt legen. Machen wir jetzt aber anders. Ich glaube, dass wir oben einsteigen werden. Darum ist der Weg kürzer. Und zwar das Halbfeste. Halbfeste, glaube ich, war es, ja. So, wenn wir jetzt gut durchkommen, dann müssten wir eigentlich unsere Seelen gleich wieder bekommen. So, Pfad der Opferung, genau. Und probieren wir den gleich nochmal, der kann ja nicht so schwer sein, das gibt's doch gar nicht. So, was sind hier? Down. Wurmpuff. Mein Gott, ey, wie ich das hasse, das ist doch scheiße. Das gibt's nicht. Da hast du das Schild oben und auf einmal greifen sie dich und fressen den Kopf an. So, auf ein neues. Jetzt schaue ich mal, dass ich meine Seelen bekomme. Will ich eigentlich schon gerne wieder haben wollen. Seelen liegen da, müsste ich bekommen. Mal schauen, aber erstmal hier hinten. Hier ist nämlich auch noch Loot. Ah, geil. Doppelschwert. Kohle von Pharaon. Alles klar. So, mein Junge, jetzt komm her. Es gibt Hiebe im Getriebe. Mei, also. Alter! Das gibt's doch nicht, was der für einen Schaden raus hat. Unglaublich.
Ich komme da auch nicht ran für irgendeinen Backstep oder sowas. Giftung auch noch drauf. Nein. Faules Kiefernharz. Und auf ein neues. Wir werden wieder sterben. Gibt's nicht. Unglaublich. Unglaublich. Heftig. So Leute, ich glaube, ich probiere es noch einmal. Dann werde ich das hier ersparen. Dann werde ich es so probieren. Dann braucht er meine ganzen Fels nicht angucken. Und in der nächsten Folge werden wir halt dann was anderes machen. Einmal probieren wir es auf jeden Fall noch. Komm her, du blöder Pilz. Mein Gott, das ist doch...
Baby! Es geht doch. Er hat nichts gedroppt. Ich dreh durch. Was ist denn hier los? Mann. So, ich wollte einfach nur mal hier rüber, aber ist da irgendwo der Riesenkrabbe? Ach. Ich stehe wieder mal richtig optimal. Graswappenschild, geil. Was ist das Graswappenschild? Okay, ist physisch bessere Abwehr. Aber ich warte jetzt nochmal. Ich will nämlich da rein. Ich habe nur noch 3 Estus. Oh Gott, da kommen ja 2 Gegner. Die irgendwo. Oh, hier ist Leiter. Oh. Ah, geil, der ist runtergesprungen. Großschwert. Oh, Dutzgerät. Das machen wir einmal. Dutz. Sehr gut, dann werden wir gleich mal rasten. Reisen wollen wir nicht. Ich will aber auf jeden Fall. Was ist denn hier? Na, ich gehe noch nicht lang. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal hochgehen und den Heini da oben umbringen. Also ich probiere es zumindest mal. Steht da schon. Vielleicht können wir den ja gleich backsteppen. Okay, geht nicht. Okay, ich glaube, der ist machbar. Oh, der heilt sich ja. War nicht mein Papa. Riesenkeule. Oh, da ist Loot da hinten.
komme ich aber, wie es aussieht, nicht hoch. Also heißt's, es geht hier oben irgendwo. Irgendwo kann ich hier oben runterspringen. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Tausend Seelen. Ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe. Hier ist auf jeden Fall Loot. Loot. Ich will Loot. Heimerknochen. Schauen wir mal, was hier lang geht. Okay, hier ist eine Tür. Oder? Nee. Ah, ich glaube, das ist hier bei dem Ritter gewesen. Genau, das war bei dem Ritter. Okay. Ist hier jetzt also nichts mehr? Okay, ich würde sagen, dass wir mal hier in die Sümpfe runtergehen. Okay, Leuchtfeuer ist auf jeden Fall schon mal da. Das ist schon mal sehr gut. Überlegt nur, ob ich jetzt ein Level mache oder ob ich jetzt hier wirklich durchgehe. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal ein Level. Feuerbandschrein. Welcome home, speak. Okay, aufsteigen. Then touch take not. Ich könnte bloß noch ein Level machen. Hey, 9000 Seelen brauchen wir schon. Ich glaube, dann wäre ich lieber mal in nochmal in Belastbarkeit reinskillen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück in das Gebiet. Schauen uns das kurz an. Aber wirklich nur kurz. Dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Pharaonfeste. So, dann schauen wir uns das jetzt mal, aber nur kurz an. Das andere schauen wir uns in der nächsten Folge an. Das sieht schon wieder wie aus wie so ein Bossraum hier, oder? Was sind denn das schon wieder für Viecher? Ich werde mal das Feuer nehmen. Schnecken oder sowas. Okay, dann sehen wir mal den Schaden. Schauen wir uns mal den Schaden jetzt an. Spuckt deine Scheiße woanders hin. Okay. Werde ich auf jeden Fall mit dem Schwert kämpfen. Was ist denn das hier? Das ist wieder so ein komischer Bossraum oder sowas. Das sieht doch richtig komisch aus schon wieder alles. Oben hängen irgendwelche komischen Zipfel von den Bäumen runter. Ich will den Loot. Ich will auf jeden Fall den Loot. Titanscherbe.
Oh, ich kriege Gift und Wasser oder was? Prismastein. Okay. Kleine Titanitscherbe. Ich glaube, Wasser ist nicht gut. Esso-Scherbe, sehr gut. Esso-Scherben sind immer gut. Können wir die Essos aufwerten? Okay, ich glaube, hier hinten geht es nicht weiter, weil hier auch keine so kleinen Inseln im Wasser sind. Ja, obwohl, da ist Loot, da ist Loot. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal den Loot. Loot ist gut. Zerfledderte Stoffmaske. Ich glaube, hier hinten war noch was. Aber warum ist hier ein Leuchtfeuer? Warum ist hier ein Leuchtfeuer? Moosklumpen. Dinge da oben sind komisch aus. Oh. Auf jeden Fall irgend so ein komischer Mob, da will ich ehrlich gesagt gar nicht hin. Bin auf jeden Fall sehr schnell. Komischer. Full Devil, was ist denn das? Ich schau mal, dass ich den ein bisschen ausweichen kann. Hier ist Loot. Gehen wir uns auf jeden Fall da oben auf die Insel rauf. Schnell. Das ist ein Frosch hier oder was ist denn das? Oh, wie komme ich denn da schon wieder hoch? Reparaturpulver. Okay, hier bin ich erstmal safe. Können wir aber nirgendwo hoch. Oh, was ist denn das?
Oh, was ist denn das? Ist aber kein Boss, oder? Alter Schwede! Boah! Ich kriege Vogel. So, okay Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, einfach dranbleiben, einfach die nächste Folge wieder einschalten. Und dann bin ich wieder für euch da. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, euer Andi.